Na gut. Aber lass uns nicht über dieses Thema weiterreden, weil, ne, nervig. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Es ist halt einfach so. Man lernt aus seinen Fehlern und irgendwann, wenn es mal richtig knallt, ne, dann muss man sich selber mal hinterfragen, Junge oder Mädchen, du solltest vielleicht mal ein bisschen Piano machen. Ne, oder auch mal Nein sagen zu irgendwas. Ne, pass auf, ich nehme mal den 64er. Und das musste ich lernen und das, ja, kriege ich ganz gut hin. Das kriege ich ganz gut hin. Und es ist natürlich auch immer noch eine Gesellschaftssache, ne? Das ist wirklich eine Gesellschaftssache. Wie ist der Abend? Mit wem bist du da? Wenn du natürlich irgendeine Scheiße mit den Personen erlebt hast oder auch irgendwelche, was du halt in dich reingefressen hast, das hatte ich, habe ich auch noch eine witzige Geschichte zu, aber die werde ich nicht hier erzählen. Dann glaube ich, ist das auch nochmal so ein Trigger, der das dann auslöst, ne? Dass du halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt mad wirst auf diese Person, weil du vorher es im nüchternen Zustand verdrängt hast, wie auch immer. Ne? Ich weiß nicht, ob das so ist, ne? Ich bin da kein Spezialist, aber ich glaube schon, dass das so sein kann. Ich meine, zumindest kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung haben, dass ich sehr viel immer verdrungen habe. Oder heißt es verdrungen? Verdrängt habe. Und irgendwann, ne, wenn man dann halt an irgendeinem Punkt kam, an irgendeinem Abend, kam das dann halt einfach raus. Und deswegen denke ich mal schon, dass man wirklich Leute braucht, mit denen man reden kann, weißt du, nicht nur immer dieses, ja, wie geht's dir gut und dir, ja, mir geht's auch gut, sondern wirklich sagt, okay, pass auf, so sieht's aus, das mache ich gerade durch. Klar, natürlich, du kannst es nicht mit jedem machen, du solltest dir natürlich deine Person schon gut auswählen, soll natürlich auch ein bisschen vertrauensvoll sein, aber dieses Reinfressen, ja, oder wenn halt sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Ne? Wirklich professionelle Hilfe suchen, weil ich kenne das selber, es ist, oder auch so Depressionsphasen, das ist halt nicht ohne, ne, aber da möchte ich jetzt nicht wirklich weiter drauf eingehen. Es ist nicht schön. Ne? Sonst muss ich hier gleich noch eine Triggerwarnung machen. Wagen, ein Triggerwagen. Oh, ich glaube, das wird nicht bis nach oben reichen, ne? Oh, Mist. Obwohl, doch, könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, gerade so. Jo, es passt perfekt. Ja, Lecco Mio Grande. Okay, wir brauchen wieder Holz. Pass auf. Mach hier eben zu Ende. Dann mache ich das ein bisschen so, ne? Dass das hier so ein bisschen so rüber geht. Ah, zack. Zack, zack, zack. Wie gesagt, ich sag ja 50 Folgen Brücke bauen. Und davon ein paar Folgen, ne? Theoretisch könnte ich auch mal hier ein bisschen Terraform eben. Ich mach mal hier vorne schon mal ein bisschen weg. Oder pass auf, ich mach hier, fang hier an. Es ist ziemlich laut, dieses Abbauen, ne? Es ist sehr, sehr laut. Zumindest auf dem Ohr. Ich meine, aber wir haben ja, ich habe das mal ausgerechnet, 100 Folgen haben wir Zeit. A 15 Minuten sind 26 Stunden. In den 26 Stunden sollten wir ja was hinbekommen. Und ich glaube, ich werde das auch so machen, um mich da halt nicht unter Druck zu setzen, dass ich das wirklich in einem aufnehme, also die 100 Folgen in einem aufnehme und sobald ich die 100 Folgen habe, dass ich das dann, ne, so peu à peu dann raushaue. Weil wenn ich jetzt wieder anfange, das zu machen, das zu machen, das zu machen, dann verirre ich mich selber wieder. Weißt du? Weil, du kennst ja, du weißt ja, wie verpeilt ich bin. Deswegen denke ich mal 26 Stunden, dass das vielleicht, wenn diese Folge jetzt rauskommt. Scheiße, das Bett ist hinten, ne? Fuck. Pass mal auf, ich mach mal hier eben den. Wahrscheinlich vielleicht Mitte März, Anfang April kommt. Beziehungsweise die Staffel, je nachdem, ne?
Mal schauen, weil, wie gesagt, rendern und so und dass ich mir dann halt da selber keinen Stress mache. Ich glaube, das mache ich so. Ja, das mache ich so. Okay, pass auf. So. Ich gehe mal kurz das Porkchop eben nochmal machen. Hier können wir... Wir haben ja keine Dings mehr. Aber wir können mal schauen eben von der Seite. Pass auf. Ich schwimme mal eben. Hui. Ja. Ja, wenn man da wirklich dann so einen noch so und dann so ein Dreier, Vierer, ne? Dass man da vielleicht so ein bisschen Muster reinmacht. Könnte man ja einen Vierer, einen Fünfer, einen Vierer, einen Fünfer, ne? Theoretisch müsste ich es hier auch machen, aber sieht kacke aus. Ne? Ne, hier mache ich das. Dann fange ich dann hier mit an. Hier mache ich dann, ich probiere es einfach mal. Ich schaue erstmal, wie es aussieht. Komm, wir machen mal eine Riege. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich weiß, das ist Eisenverschwendung, aber egal. So, das geht dann hier nämlich hoch. Ah, okay, das ist dann so. Ah, okay. Ja gut, das wollen wir ja nicht, ne? Da müsste... Wir machen das einfach nur bis zum Wasser. Komm. Ne? So, jetzt machen wir da nochmal. Und theoretisch oben noch ein... Ja, finde ich eigentlich ganz okay, oder? Vielleicht ist der hier noch ein bisschen über. Hier, ne? Ich glaube, der ist ein bisschen über. Ja, und da war die Spitzhacke hin. Hat lange gehalten, auf jeden Fall. Ja. Das finde ich gut so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier das doch noch einen höher muss. Aber irgendwie auch nicht. Ich mach mal hier zack, 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 zack. Machen wir mal 10 mal 10. Dann haben wir 40. Und dann machen wir nochmal so eine. Zack. Aber das sieht. Das geht doch, oder? Ja, da muss ich echt aufpassen. Und wie gesagt, wir machen das nur. Dann können wir das vielleicht jetzt schon mal machen. Dann haben wir das schon mal fertig. So. Pass auf, ich markiere mir das mal. Ja, geht ja nur bis hierhin, ne? Oder, ne, bis hier. Genau, bis hier. Das ist zwar Eisenverschwendung, aber was soll's, egal. Ich glaube, wenn ich 32, ich weiß nicht, reichen 32? Ja, ich muss nachher mal, ne? Ich muss nachher mal. Pass auf, jetzt kann ich aber eigentlich einfach den machen. So, geht das? Jo, das funktioniert, so. Hier werde ich wahrscheinlich jetzt Schaden bekommen. Naja. Ja. Oh, ein Herz direkt. Das hat weh getan. So, ne? Irgendwie habe ich das... Also irgendwie kommt mir das echt komisch vor, oder? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Da fehlt irgendwas, ne? Ich weiß nicht was, aber irgendwie fehlt da was. Ich weiß nicht. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu... Das Problem ist, dass das hier nur ein ist und hier sind zwei. Deswegen sieht das so komisch aus. Ja, das ist schon ein bisschen... Es ist schon ein bisschen komisch, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, wir machen mal hier erstmal. Mama halblang, Digi. Und was wir natürlich machen könnten, wäre dann hier auch zumachen. Genau, der würde ja nochmal dann hier nochmal einen hochgehen, ne? Obwohl, sind da nicht eigentlich schon zwei? Warte mal, muss ich... Nee. Ist nur einer, ne? Warte mal, da schaue ich mal eben kurz. Nee, ist nur einer, okay. Dann passt das ja. Okay. Ja,
Kriegen wir. Nee, Rüstungsschaden kriegen wir nicht. Oder vielleicht doch und es wird nicht angezeigt? Das kann natürlich auch sein. Pass auf, aber ich mache jetzt gleich erstmal eine Aufnahmepause. War schon 2,5 Stunden dran. Das sollte dann erstmal reichen. So, ja, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich da oben Fackeln drauf machen will oder wie auch immer. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Ja, da fehlt was. So, und das könnten wir hier theoretisch nochmal einmal reinziehen. Gut. Eine haben wir jetzt übrig. Ernsthaft jetzt? Ach, ja, stimmt. Scheiße, nee, das lohnt sich nicht. Da müsste ich entweder, ich weiß nicht... Ja, ich brauch's, aber... Na, nee. Das wäre zu viel. So, pass mal auf, ich gehe nochmal da hinten in der Hoffnung, dass wir... Weißt du, was wir eigentlich mal machen könnten? Obwohl, nee, das macht noch keinen Sinn. Ich hätte gedacht, dass man da hinten vielleicht schon mal ein paar Bäume pflanzen könnte, aber eigentlich könnten wir die hier... Jawohl, ich wollte eigentlich warten. Haben wir hier irgendwo noch Setzlinge oder sind die schon despawned? Ich glaube, die sind schon despawned, ne? Ich glaube, wir haben sie größtenteils eingesammelt. Gut. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Bäume, die rennen uns ja jetzt nicht weg. Was wir vielleicht nochmal eben machen können, bevor ich jetzt in die Aufnahmepause gehe, ist auf jeden Fall das Bett mitnehmen vielleicht. Ja, ich nehme das Bett mal mit. Genau, die 8 Porkchops, genau, die wollte ich ja noch, ist ja Porkchop, ne? Ja, Raw Porkchop. Die wollte ich ja nochmal eben in den Ofen reinschmeißen. Aber... Wir sollten da in der nächsten Aufnahme, ne, sollten wir da auf jeden Fall fertig werden hier mit. So, zack. Und dann mache ich hier nochmal eben zu Ende. Pass auf, dann packe ich die nochmal eben rein. Zack. Nein. Ne? Okay. Kann hier schon mal ein bisschen ausbessern. Wie gesagt, hier würde ich dann vielleicht mein Main House erstmal hinbauen. Theoretisch. Ja, theoretisch könnte man hier schon den einen oder anderen Baum hinbauen, ne? Oder beziehungsweise hinpflanzen. So wäre es ja jetzt nicht. Pass auf, ich tausche das erstmal aus hier, den Stein mit der Erde. Und dann mache ich mal hier links und rechts mal ein paar Bäume hin. Dann können die nämlich wachsen. Dann sieht das halt nicht so kahl aus. Ne? So. Weil wir natürlich auch Holz fürs Haus brauchen. Hallo Schwein. So. Da müsste ich die Kiste... Ja, ich müsste die Sachen halt nochmal... Ich habe jetzt noch ein bisschen Holz, habe ich. Dann mache ich vielleicht nochmal eine zweite Kiste. Sortiere das mal eben aus. So, her mit der Blöcke. Zack. Ja, hier muss einiges weg. Allein hier oben, ne? Allein der kleine Berg hier. Und dann halt einfach nur bis da und dann können wir da erstmal weitermachen. So, und der Kater geht auch schon wieder ab. Pass auf, ich mach, bis die Schaufel kaputt ist. Immer mal hier. So, da ist die Schaufel kaputt. Gut. Sapling. Dann mach ich mal hier einen hin. Hier einen hin. Ja, hier nicht unbedingt. So, zack. Und das reicht erstmal. Pass auf. Ich mach das eben. Pass auf. Ich lasse eben die Kiste. Die zwei Kisten lasse ich mal eben nach unten ziehen. So. Ne? Zack, 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 zack. Oh, hätten wir alles mitnehmen können. Okay, gut. Ich dachte, wir wären voll danach. So, Dirt, dann Kobbel. Dann machen wir mal hier das rein. Hier und nochmal Flint und das. Ah, ich freue mich schon auf die Dingssysteme.
Ein Kistensystem, ne? Das wird ein Fun. Okay, das können wir noch gebrauchen. Dirt können wir eigentlich auch gebrauchen. Das brauchen wir erstmal nicht. Dann mache ich das mal so. Zack, zack, zack. Dass wir ein bisschen Ordnung haben. Die Schere. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann mache ich das mal so. Das Holz, gut. Die brauchen wir später noch fürs Bauen. Das Porkchop. Pass auf. Die kann ich dann auch mal eben hier runter. Ich kann hier alles runterziehen, ne? Zack, zack. Da müssen wir halt später nochmal Platz machen für das Haus. Je nachdem, ich würde das dann hier so machen. Vielleicht so ein längliches. Schauen wir mal. So. Und dann kann nämlich Zukunfts-John, beziehungsweise Zukunftserkecklich, hier dann demnächst terraformen. Ne? Also erstmal machen wir das fertig nächste Mal. Dann machen wir terraformen. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao, ciao. Mit V. Ne? Euer Zukunfts-John. Tschüss. Beziehungsweise Gegenwärts-John. Naja.